Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und was geht? Willkommen endlich mal wieder zu einem Stadionvideo. Der HSV spielt heute gegen die AS Monaco und vorher erst noch das Volksparkfest. Das heißt, da wird jetzt die Mannschaft vorgestellt auf so einer Bühne und da sind ein paar Stände und da haben wir wahrscheinlich ein bisschen was filmen. Und dann geht es wie üblich eigentlich weiter mit Hamburg meine Perle und den ganzen Kram. Sollte da heute gespielt werden, aber ich hoffe mal schon. Und ich bin einfach mal mega hyped, dass es endlich wieder ins Stadion geht. Das war echt unerträglich, die ganze Wartepause, und es gibt es auch zu jedem einzelnen Spiel, was in der zweiten Liga zu Hause sein wird, einfach ein Stadionblock, weil ich jetzt einfach eine Dauerkarte habe. Das erste Mal in meinem Leben, ja, traurig, ich weiß, dass es jetzt erst soweit ist. Und das heißt, jedes Heimspiel vom HSV, dazu wird ein Block kommen und auch zum Spiel gegen Bayern München am 15. August. Und ja, das war es eigentlich mit der Anmoderation. Ich hoffe, der HSV präsentiert sich heute schon gut und vielleicht hat ihr auch noch einen YouTube-Kollegen, wenn alles klappt. Wir werden sehen, wir sehen uns irgendwann anders vielleicht wieder. Wenn nicht, gibt es jetzt tolle Bilder vom Volksparkfest und dann vom Spiel. Bis irgendwann. Unsere Nummer 19, Manuel Binsheimer. Ich will den Nachnamen schreien. Gotoku! Sakai! Danke! Come on!
dass wir Champions sind. Wir sind meisterhaft. Hamburg ist die Macht! Scheiß an Pauli, hey! Hey! Scheiß an Pauli, scheiß an Pauli, hey! HSV steht auf für den HSV! 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 Schön! Hamburg schießt ein Tor, schießt ein Tor, schießt ein Tor, auf geht's, Hamburg schießt ein Tor. Oh! Oh! Schade! Ja, ja, wahrscheinlich! Yeah!
Freunde, ich bin jetzt zu Hause, das Spiel ist vorbei, der HSV hat 3:1 gewonnen und das relativ verdient. In der zweiten Halbzeit war der HSV klar besser als Monaco und ja, die zweite Halbzeit, die war dann recht langweilig, fand ich. Da hat Monaco halt in der 47. schnell den Anschlusstreffer erzielt und dann war das Spiel echt auf Augenhöhe, beide waren gleich schlecht, kann man sagen, aber dann mit Lazaros Einwechslung kamen nochmal ein paar fünfige Angriffe, das 3:1, also unterm Strichen verdient der Sieg vom HSV. Und ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Mir hat es viel Spaß gemacht, endlich wieder im Stadion zu sein. Und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es gegen Kiel geht, im Derby. Bis dahin, ciao.